Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Das ist, ich halte mich da. Ich speichere mal. Wir haben irgendwie die erste Quest abgefüllt, ja genau, hier erfüllt, nämlich Neck gefunden. Die Prüfung des Vertrauens, ja gut, das dauert noch. Snefs Rezept, da brauche ich noch ein paar. Fleischwanzen, die Aufnahme des Sumpflagers, da dauert es noch. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was mache ich jetzt noch hier, ist die Frage. Ich gehe zu der Arena, genau. Denn ich glaube, es ist doch an der Zeit, dass ich jetzt kämpfen muss. Richtig. Kann ja mal hier nach unten lang gehen, dann gehe ich nämlich auch durch das Haus vom Typ. Ich hoffe, ich habe auf den Bildschirm gespuckt. Also ist hier Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Welchen? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Nur so eine Frage. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Naja, gut. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Okay. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Ich habe irgendwie Sorge dabei. Kann doch nicht klappen. Ich habe jetzt einen kostenlosen Kredit von 100 Erz bekommen. Hey, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ich verkaufe erstmal. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat Geld. Was hab ich denn so? Münzen. Na gut, wenn ich die Münzen nicht verkaufen kann zu Geld, dann behalte ich die. Einen Becher. Wanzenfleisch, das brauche ich noch. Eine Schüssel brauche ich. Tränke, schöne Musik im Hintergrund. Schinken. Ich werde übrigens nicht diese ganzen Nahrungsdinger alle verkaufen, weil erstens weiß ich nicht, wie das mit Quests ist und zweitens kommt mir das auch so ein bisschen schwierig vor, wenn ich das alles verkaufe, obwohl ich also, ich bin schon links. Ja, schon ein starkes Schwert. So, für 32. Das ist ein fairer Handel. So, hast du eine Rüstung? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ach du meine Güte. Nee, das Verwirrgeld habe ich nicht. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich habe da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Ach komm, scheiß drauf. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Für Quests... Ist das der Plural? Für Quests muss man auch mal was opfern. Habe ich da gerade eine Sternschnuppe gesehen? Kann ich mir jetzt 10 Erz wünschen. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Wie gut, dass ich das Schwert schon habe. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Klar. Das ging schnell und ich habe keinen Verlust gemacht, weil die 10 Erz sogar noch bekommen. Und ich habe den Marktplatz gefunden, was ich unheimlich gut finde. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Spiritus Sancti Omen. Was ist denn der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Also, ja, alles schön und gut. Religionsfreiheit, dürfen sie gar glauben, was sie wollen. Alles so komisch bei denen. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Alles klar. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Irgendwas erinnert mich das gerade an Xyberion. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Mhm. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Okay. Später will ich dahin. Das ist auch ein Bruder. Das ist Dexter. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Das hört man. Was ist Sumpfkraut? Na ja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Smoke weed every day. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ja gut. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Arts als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Hm. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst ja dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Klar. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Okay. Ich habe doch gar nichts mehr. Was will ich denn hier? Traumruh, schwarze Weiser. Niedrig, Karte der Kolonie. Ich muss noch zum... Ha, stimmt, ich muss noch zum Kartenhändler. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Okay. Okay. Oh, warum ist es ins Dunkel? Verlass dich auf jemanden und du bist an deiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wahrscheinlich hast du recht anders schlau. Das weiß doch keiner, ne? Ich höre mit der Leber raus. Ich könnte mich eigentlich mal reinlegen. Ich halte mich da lieber raus. Aber ist auch wieder schön hell. Ist ausgeschlafen und ausgeruht. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Im Bett. So. Wer ist das denn? Hey du! Ja? Schatten. Ihr habt doch alle einen Schatten. Mordrag. Nee. Das ist nicht der Kartenzeichner. Wie komme ich denn jetzt zum Kartenzeichner? Ich glaube, da muss ich da oben lang, ne? Das ist wirklich nicht mein. Diese Sprünge sind auch toll. Ich glaube, damit ist man auch nicht schneller voran. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Leute? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Blattwürg der Neue oder was? Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist das. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Mhm. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Ja. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Nieder mit dem Schutzgeld. Man darf auch nicht. Wo ist jetzt dieser Eric? Nee. Der ist das nicht. Wo ist dieser Kartenzeichner? Hey, du! Hier nicht. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Ah, Jesse! Ist der das? Pingman? Hallo? Hallo. Du weißt ja doch was. Ich würde gerne mit dir. Oh. So, und die Frage ist, wo ist der Kartenzeichner? Hey, du. Du weißt ja doch, das ist ein Kamin. Für dich ist. Kein Kartenzeichnungstisch. Wie oft hab ich... Ja. Ich glaube kaum, dass ich daran was hätte. Was passiert mit... Ist der denn? Ist der das da? Manche... Gut. Graham, oder? War das? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Nein, 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 nein. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Jetzt wär's. Naja. Drück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Danke. Zur Arena. Da haben wir noch Zeit in dieser Folge. Das ist hier, ne? Ludwin, kleines Arschloch. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue... mit nur 10... Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Kann ich da mal vorbei? Nein. Wahrscheinlich hast... Ach. Hat der es draußen gehört? Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß. Ich weiß nicht, was das war, aber ich ignoriere das jetzt einfach mal. So. Irgendwo muss doch hier die Arena sein. Jetzt muss ganz im Ernst. Erstmal abwarten. So. Was ist das? Jekyll. Jekyll kenne ich. Richtig, richtig, richtig. Ich will erstmal die Arena finden. Schatten. Jetzt hier rein, oder? Kiruko? Bist du's? Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Okay. So. So. Na. Da mache ich den keinen Schaden, oder was? Nur so eine... Speichere mal. Mach mal gerade den. Dann müsste ich ja jetzt sterben, ne? Langweiliger Kampf. Versuch das nicht nochmal! Alles klar! Ich sorge dafür, dass dein Erz gut angelegt. So, jetzt bin ich. Weil ich konnte den ja nicht töten. Deswegen habe ich das gemacht. Hallo? Jetzt kann ich den Dialog nicht anfangen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Es hat also gar nichts gebracht. Nein. Versuch das nicht nochmal! Ich sorge dafür, dass dein Erz gut... Ich gehe einfach aus der Arena raus. Das müsste auch reichen. Oh. Ich kann ihn halt einfach nicht töten, ne? Ja, weiter, weiter! Ja, weiter! Oh. Geh zur Seite! Oh, und was hat das jetzt gebracht? Ja, Leute. Kirugo ist tot. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Okay. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal in die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.